Ich hatte ein Video gemacht zu dem Thema Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und hatte euch gesagt, dass ich befürchte, dass eine große Insolvenzwelle sich hier aufbaut, dass die Firmen dann alle auf einen Schlag Insolvenz anmelden und wir dann möglicherweise dadurch Wirtschaft reagiert, auch Börsen und so weiter. Das reagiert alles auch immer sehr hysterisch. Ja, wir dadurch dann möglicherweise nachträglich in eine große Pleitewelle und damit in eine große Wirtschaftskrise rutschen. Das sieht momentan gar nicht so dramatisch aus, aber jetzt wird gefragt oder taucht immer mehr die Frage auf, ob möglicherweise so eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zu einer Haftung des Staates führt, denn dadurch werden ja möglicherweise Gläubiger geschädigt, weil dann eben später Insolvenz angemeldet wird. Da müsste man zunächst einmal sagen, wenn eine Haftung geht ja nur, wenn ein Schaden vorliegt und man müsste ja dann nachweisen, dass zu einem früheren Zeitpunkt der Schaden geringer wäre. Die Politik macht das Ganze allerdings aus einem anderen Grund. Ich werde dir das hier im Einzelnen nochmal darstellen, was da überhaupt passiert. Ich werde dir auch noch darstellen, dass es so einfach mit dieser Aussetzung der Pflichten gar nicht ist. Das hatte ich auch bei dem letzten Video schon gemacht, wo ich das den für die Geschäftsführung und für die Vorstände nochmal erklärt hatte, warum man hier vorsichtig sein muss. So einfach ist das nicht. Du musst nicht Insolvenz anmelden. Du bist dann ruckzuck als verantwortlicher Geschäftsführer in der Haftung, wenn du das nicht machst. Weil so klar ist das nicht aufgeschoben, wie es in der Presse steht. Ja? Und von dir wird erwartet, dich damit genau zu beschäftigen, wenn du dich auf solche Ausnahmeregeln berufst. Aber das erkläre ich in diesem Video nochmal und dann werden wir aber automatisch auch dazu kommen, dass es mit dieser Haftungsgeschichte vermutlich nicht weit her ist, also dass du den Staat da wahrscheinlich nicht vor die Karre kriegst. Ja? Wir werden das beobachten. Ich kann auch im Moment euch nur meine Vermutung sagen und bitte denkt dran, ich bin Arbeitsrechtler, kein Insolvenzrechtler. Allerdings, Folgendes ist so: Es gab ja diese Verlängerung der teilweisen Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Also es wurde ja nicht unter allen Bedingungen ausgesetzt und diese Verlängerung gab es bis zum 30.04. Die ist abgelaufen, 30.04.2021. Wird über eine Verlängerung diskutiert, aber ich habe hier noch keine Stand 4.05. keine Information, dass diese Verlängerung klar ist. Ja? Das muss man nochmal gucken. Es gab diese Aussetzung, diese teilweise Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, ja nur für die Unternehmen, die staatliche Hilfen beantragt hatten. Das heißt, nur mit dieser Begründung, ich habe was beantragt, ich bin da auch, das sieht auch erfolgsversprechend aus, es ist noch nicht da. Konntest du als Unternehmer dich vor der Insolvenzantragspflicht erstmal drücken? Ja, oder hattest du eine Ausnahme? Konntest du eine Ausnahme für dich in Anspruch nehmen? Und dementsprechend wurde also nicht in diesem Maße, das hatte ich auch damals gesagt, wie es in der Presse stand, hier einfach die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Ja? Das sind grundsätzlich auch nur die Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten durch Covid-19, also die auf Covid-19 sich gründen, gelangt sind und nicht die, die sowieso schon längst insolvent waren und vielleicht oder an der Grenze der Insolvenz und wo sich einfach nur ein natürlicher Ablauf, der sich ohnehin vollzogen hätte, vollzogen hat und auch nicht die, die sogar vielleicht noch durch die Corona-Krise das nochmal ho hoffen konnten, das abzuwenden, weil es ihnen sogar besser als vorher ging. Also für die alle gilt das nicht. Ja, und da werden wir viele Insolvenzen erleben, die zu Unrecht nicht beantragt wurden, was dann nicht zu einer Haftung des Staates, sondern dessen, der verpflichtet war, den Antrag zu stellen, führt. Ja, und vielleicht dessen Versicherung dann noch. Vielleicht aber auch nicht. Ja, kommt dann immer sehr auf den Einzelfall an. Sodass ich hier jetzt grundsätzlich bei diesen relativ engen Ausnahmen keine Lücke sehe, wo ich denke, da könnte ernsthaft eine Haftung des Staates in Betracht kommen. Aber wie gesagt, ich beobachte das weiter für euch. Ich würde erstmal die zahlreichen Zuschauerfragen, die mich dazu erreicht haben und die bitten, da was zu machen, erstmal so beantworten, dass hier ich persönlich jedenfalls auf eine Haftung des Staates mich hier nicht freuen würde.
Anders als im Arbeits- und im Mietrecht, wo meine Prognosen doch fast immer eintreffen, bin ich hier aber etwas zurückhaltender bei der Prognose. Ich werde es aber im Auge behalten. Abonniert gern den Kanal.